Herzlich willkommen Ihnen und euch allen zu unserer Mittwochsandacht, mitten im Frühling. Und wer könnte den eigentlich besser symbolisieren als eine Herde Schafe mit ihren Lämmern? Ich habe mich auf die Suche nach so einer Herde gemacht und bin schließlich dann doch bei diesem hier gelandet. Denn so viele Schafherden in Natur, vor denen man vor allen Dingen filmen kann, habe ich in Oldesloe und Umgebung nicht gefunden. Aber der vergangene Sonntag ist der Sonntag vom guten Hirten gewesen. Und deshalb soll es doch zumindest dieses Plüschschaf hier geben. In Erinnerung an den guten Hirten, der uns weidet, behütet und erquickt. Diesem Bild möchte ich mit Ihnen in unserer heutigen Andacht nachgehen. Wir feiern Sie im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte mit Ihnen passend zum guten Hirten den Psalm 23 sprechen. Das ist der Psalm für diese Woche. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn, immer da. Amen. Liebe Gemeinde, altvertraut sind die Worte aus Psalm 23 und deshalb lese ich ihren Anfang noch einmal in einer ungewohnten Fassung vor, die einige meiner Konfirmanden übersetzt haben. Das sind alles Jungs gewesen, alle natürlich sehr, sehr cool und in einem spannenden Alter. Aber hören Sie selbst. Gott ist für mich wie ein Beschützer, darum leide ich keine Not. Er bringt mich zu einer schönen Weide und schenkt mir Wasser aus. Er lässt meine Seele erstrahlen. Er führt mich an seiner rechten Hand in Gottes Namen. Und auch in Gefahr fürchte ich kein Unglück. Du bist ja immer bei mir. Du passt auf mich auf und tröstest mich. Na, hätten Sie nach meiner Vorrede eine solche Übersetzung erwartet? Man hat ja fast den Eindruck, als habe Psalm 23 in den etwas Testosteron geplagten und auch rumpeligen Jungs etwas zum Klingen gebracht. Sie wären nicht die Ersten, denen das passiert. Unzählige Menschen haben sich schon im Psalm 23 aufgehoben und geborgen gefühlt. Viele kennen ihn zumindest teilweise auswendig und oft gibt es auch Tränen, wenn er irgendwo gebetet wird. Er rührt einfach an ganz elementare Erfahrung und Wünsche nach Geborgenheit. Und was ich daran besonders erstaunlich finde, ist ja, dass das Bild vom guten Hirten zwar in der Bibel viel vorkommt, aber in unserer Lebenswelt eigentlich gar nicht mehr. Auch weil man vom Hirtenberuf nicht mehr leben kann. Er hat also keinen Anhalt in unserer Erfahrung und trotzdem ist der Psalm von gutem Hirten einer, der uns nach Hause kommen lässt, der uns Frieden und Geborgenheit schenkt. Ich will in zwei Gedankenlinien versuchen zu verstehen oder zu erklären, warum das vielleicht so ist. Zum einen, im Psalm wird viel umschrieben, was der gute Hirte so alles macht, aber die Quintessenz von allem ist doch, er weidet seine Schafe. Ich habe von einer Touristengruppe in Israel gelesen, die sich von einem Einheimischen das Land zeigen ließ. Bei einer Busfahrt wurde ihnen erklärt, wie das so mit den Hirten ist in Palästina, nämlich dass sie nicht hinter der Herde gehen, sondern immer vor der Herde voraus. Und wie das immer so das Leben so spielt, gerade als der Führer das so erklärt hatte, da lief draußen ein Beduine vorbei, der hinter seiner Herde ging. Und weil es Spaß macht, seinem Lehrer einen Fehler nachzuweisen, zeigte die Gruppe dem Führer diese Szene. Der war ganz aufgeregt, ließ den Bus anhalten und rannte über das Feld und redete heftig auf den Treiber ein. Dann kam er lachend zurück und sagte, das war nicht der Hirte, das war der Schlachter. Also, der gute Hirte weidet seine Schafe. Das heißt, er geht ihnen voraus. Er macht keinen Druck von hinten und weiß hinterher genau, was der richtige Weg gewesen wäre, sondern er probiert den Weg vorher aus. Es gibt keine Wegstrecke, weder gerade noch dornige noch steinige, mit der er nicht vertraut wäre.
Das Neue Testament sagt noch genauer, dass der gute Hirte uns sogar in Leid und Tod vorausgegangen ist. Jesus Christus ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Im Psalm 23, das ist mein zweiter Punkt, gibt es einen ganz ähnlichen Gedanken. Da wechselt nämlich mitten im Psalm plötzlich die Anrede. Am Anfang ist ja ganz allgemein vom Hirten die Rede und es wird erzählt, was der so alles macht. Aber ab einem bestimmten Punkt spricht der Psalm direkt Gott mit Du an. Da nämlich, als es um das dunkle Tal geht, durch das ja jeder Mensch im Leben irgendwann wandert. Wir haben gerade am vergangenen Sonntag an die vielen Corona-Toten in unserem Land gedacht. Wir alle wissen, was dunkle Täler sind. Aber Du bist bei mir, sagt der Psalm da. Nicht nur auf grünen Auen und am frischen Wasser, sondern da, wo es eng und dunkel und bedrohlich wird, da bist Du, Gott, ganz nahe. Da verteidigst Du mich mit Stecken und Stab vor allen Gefahren und tröstest mich so. Wir Christen sagen, in Jesus als dem guten Hirten ist das für uns ganz erfahrbar geworden und sichtbar. Er ist das dunkle Tal bis ganz zum Ende mit uns gegangen. Er ist an unserer Seite in Freude und in Leid. So können wir dann auch das Ende des Psalms getrost mitsprechen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Lassen Sie uns ein Gebet sprechen. Jesus Christus, Du bist für uns der gute Hirte geworden und Du versprichst uns erfülltes, ewiges Leben. Lass uns Deine Stimme hören. Lass uns Deine Wege gehen und hilf uns, auch für andere da zu sein. Wir denken heute vor Dir besonders an die Menschen, die sich schwer tun mit dem Leben. An die, die misstrauisch geworden sind und bitter. An die, die verloren gehen und am Rand bleiben. Wir denken an die, die leiden, die krank sind und noch nicht wissen, wie ihre Behandlung ausgehen wird. An die Menschen, die gestorben sind, auch an Corona, die wir Deinem Frieden anvertrauen. Wir denken an die Menschen in der ganzen Welt, die Leid und Ungerechtigkeit erleben, im Krieg, auf der Flucht. Wir denken an die, die Verantwortung tragen und gute Hirten für viele sein sollen. Wir gehören auch dazu. So beten wir mit den Worten, die Du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns Gott, allmächtig und barmherzig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.